Da ist noch einer dieser Reime. Oh, cool. Kann ich da auch. Das sanfte Tier mit prächt'ger Kron im Walde rennt am Morgen schon, bei dunklen Bäumen vom Jäger es flieht, auf das den nächsten Morgen es sieht. Mhm. Mit prächt'ger Kron, also ein Hirsch. Gegenstände. Wir können jetzt Gegenstände, eine Krähenpuppe können wir drauflegen. Nightingales Herz, das passt ja sehr gut. Okay, wir finden Gegenstände und die müssen wir denn hier hinlegen, oder was? Das sanfte Tier mit prächtiger Kron. Oh, okay. Ich habe noch nichts, wo ich denken würde, dass es passt. Elchpuppe. Ah. Und da war noch hier was. Hirschpuppe. Aber die haben beide eine prächtige Kron. Okay. Wir müssen aber mehr finden, ne, oder? Wenn ich jetzt hier die Elchpuppe hinstelle, Krähenpuppe haben wir ja auch noch. Wäscheklammernpuppe, die einen Elch darstellt, die einen Hirsch darstellt. Okay, nee. Nee? Okay, Hirschpuppe nicht, Elchpuppe. Nein. Auch nicht. Hier aber eine Hirschpuppe. Oh. Oh. Ah. Weiß ich doch nicht. Ich hab doch selber keinen. Ich muss halt raten. Vielleicht eine Krähe im Baum? Versuch's weiter. Eine Elchpuppe da unten rein. Fühlt sich anders an. Ich sollte mich umsehen. Warum hat sich erschrocken? Okay, wir können also damit die Geschichte umschreiben. Eins. Und ein leuchtender Ringordner. Oh, eine Kamera. Zielschießen. Mit der Kamera können wir nichts machen. Nee. Hä? Aber ja, können wir die wieder mitnehmen? Ja. Ich weiß nicht, was passiert ist. Haben wir irgendwas bewirkt? Okay. Hallo? Ich würde mich freuen, wenn niemand hier wäre. Ich glaube, ich habe nichts erreicht, oder? Munition. Das wird, glaube ich, mein oft wiederholter Quote in diesem Game. Oh Gott, ich habe gar keinen Bock, da hinten hinzugehen. So. Ja, also hier ist halt nichts. Ja, bringt nichts. Es bringt nichts, zurückzulaufen. Wir laufen wieder hin. Es ist wahrscheinlich wie bei Alan Wake. Wir haben auch keine Batterien mehr. Es ist wie bei Alan Wake, dass wir nur die unmittelbare Umgebung verändern. Warte. Ich gehe mal ganz kurz eben in unseren Dingens hier, in den Raum. Und schau mal. Das war die falsche Seite. Und schau mal, ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas machen können. Wir haben noch bei dem Elch so ein Ding gefunden, ne? Was Ilmo weiß, okay, sehr gut. Wir haben doch gerade noch so ein Ding gefunden, Kinderreime. Hirschpuppe zum Lösen des Reimpuzzles verwendet. Reim vom Schießplatz in der Nähe von Watery. Also Watery kommt hier hin. So. Im Reim ging es um einen Elch, der vor Jägern flüchtete. Dann haben wir hier einen Hirsch. Macht keinen Sinn. Hä? Aber... Elchpuppe... Aber... Ach, seltsame Puppen. Hier.
Das sieht aber mehr aus wie eine Collector, als würden wir hier nur sammeln, ne? Wir kriegen dadurch keine neuen Infos. Ich liebe das Geweih und sein kleines Gesicht, sehr gelungen. Es ist kaum zu erkennen, dass es ein Reh ist. Wäscheklammern sind wohl etwas limitierend. Für mich sieht es eher nach einer Eule aus, aber... Das hilft uns jetzt nicht weiter. Und mein Rechner fliegt gerade weg. So, komme ich auch wieder hoch? Nee. Shit. Ich raff nicht, was wir da oben jetzt gemacht haben mit der Puppe. Aber ich gehe mal hier lang. Okay. Hier zu sein. Jagdhütte. Jagdhütte hat doch bestimmt, die haben doch bestimmt Munition, oder? Ja. Naja, wir haben 24 Schuss jetzt. Reicht ja für zwei Gegner. Noch eine Schließkassette. Ja, okay. Hey, if you take the crossbow... Achso, warte mal. Hey, wenn du die Armbrust wegnimmst, leg sie zurück in das Versteck, wenn du fertig bist. PS, ich habe den Code geändert, wie gewünscht. Okay. 2 Pfeile in der 2. 5, 2, 7. Könnte es 5, 2, 7 sein? Oder sind es 4 Zahlen? Ne, es sind 3. 5, 2, 7. Okay. 5, 2, wenn du die Maske nicht trägst, gehört dir das nicht. Oh. Komm zu Mama. Okay, zeig mal her. Oh, puh. Wir brauchen Pfeile dafür, ne? Wir haben genau einen Pfeil. Eine lautlose Jagdwaffe mit geringem Rückstoß. Die Bolzen bohren sich ins Ziel und richten hohen Schaden an. Okay, ich würde das auf die Schnellauswahl bei der Schotti packen. Aber ich weiß nicht genau, wir brauchen halt Pfeile dafür. Und wir haben nur limitiertes Inventar. Das wird lustig. Das klingt aber nicht nach glücklichen Kindern. Das klingt eher, als würden Kinder in einem Wald schreien. Das ist nicht das glückliche Schreien von der Achterbahn oder so, das ist einfach Panik. Also ich muss da nicht unbedingt hin. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, ich bleibe jetzt hier. So. Gut, hier ist halt auch scheiße, ne? Hier ist irgendwie eine schöne Rose. Hier ist wieder Dartpfeile. Können wir die Pfeile eigentlich rausziehen da drüben? Ich meine, wir brauchen die jetzt für die Armbrust, ne? Oh, wir können die wirklich rausziehen. Oh, nice. Okay, geil. Cool. Okay. Und hier ist noch ein Generator. Der braucht bestimmt Benzin. Enter. Okay, warte. Bin gerade auf der Maus. Ich dachte, wir werden angegriffen jetzt. Oh, schnell speichern. Ah, Schuhkarton. Oh, hier bewegen in den Schuhkarton. Das hier bewegen in den Schuhkarton. Weißt du was, ich mach mal so und ich bewege das hier mal. Nein. Bewegen da drüben hin. So. Das behalten wir mal und dann hätten wir hier noch, ja, den Painkiller kann ich mal, wir haben nur noch einen Painkiller. Also bei Alan Wake sind wir wesentlich besser ausgerüstet als bei ihr. Und das hier bewegen wir mal hier hin. Das hier brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Alan Wake ist tausendmal besser ausgerüstet als sie. Propantank, wurfbarer Gasbehälter, explodiert bei Beschuss, fügt allem in der Nähe schweren Schaden zu. Okay. Bewegen kann ich leider nicht. Ich muss hier manuell ausrüsten. Okay. Wir haben also einen Propantank.
gut. Oh, was denn hier? Manuskriptseiten. Wie war das nochmal? Warte. Saga verstand langsam, warum Casey die Wälder nicht mochte. Es kam ihr hier bedrückend vor. Zu viele Orte, an denen man sich verstecken konnte. Die verzerrte Karnevalsmusik, die vom Vergnügungspark herüberwehte, half nicht gerade. Was die Koskelas über ihr Leben in Watery mit Logan gesagt hatten, beunruhigte sie. Dass die Horrorgeschichte sie betraf, war eine Sache. Aber nun auch ihre Tochter? Das war zu viel. Etwas flitzte über den Weg vor ihr. Es war zu schnell, um es zu sehen. Saga zog ihre Waffe. Ihre Augen suchten den Wald ab. Ein Geräusch über ihr. Saga drehte sich um und sah nach. Ein Einheimischer, ein Mann, auf dem Kamm über ihr. Nein, nicht ein Mann. Ein Monster mit einer Axt in jeder Hand. Es brüllte zu ihr hinunter. Die Jagdsaison war ein Reinfall. Die Info kommt spät, mein Freund. Die Info kommt viel zu spät. So. Okay. Huch, der Schatten war gerade weird. Okay. Achso, das ist der Generator. So, wir haben mehrere Möglichkeiten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir lang sollen. Am besten noch tiefer ins Dunkel. Okay, Armbrustbolzen. Ah. Vielleicht sollten wir da nochmal hingehen. Vielleicht drehe ich mich nochmal um und dann, hier geht's zum Funkturm. Da müssen wir da lang, Rangerhütte, und da geht irgendwie so ein Pfad lang zum Souvenirladen, da müssen wir auch hin. Der zeigt ja auch gerade hin. Da ist die Carnivaler Nights Werkstatt, hier ist Coffee World. Okay, was für ein scheiß Umweg, die Brücke ist kaputt. Was für ein scheiß Umweg einfach. Dass da keine Ersatzbrücke gibt. Ich drehe mich aber nochmal um, ich will nochmal zu den Armbrustbolzen, ja, die holen wir uns nochmal schnell. Schnell. Mal gucken, ob ich das mehr Bolzen kostet, als wir wiederkriegen. Und können wir die aus Gegnern wieder rausziehen? Oh nein. Scheiße. Da ist eine Karte. Wieso ist hier auf einmal so dunkel geworden? Wir sind da und dann müssen wir da. Dann gehen wir da. Ja. Guter Plan. Hör doch auf, so Geräusche zu machen. Sollten wir die Symbole nicht eigentlich kartografieren? Noch eine Manuskriptseite. Okay, warte. Warte kurz. Watery. Was hatte Watery all die Jahre über Wasser gehalten? Ein Jahrhundert, wenn nicht mehr. Die Einheimischen kannten die Antwort. Mumm. Oder wie sie es in der Sprache ihrer finnischen Vorfahren ausdrückten, Sisu. Sisu war heute nötiger denn je. Die Stadt war im Niedergang begriffen. Sie hat sich nie ganz von der Schließung des Sägewerks erholt. Auch die Fischerei flaute jetzt ab. Die meisten Menschen hatten die Stadt verlassen, um in anderen Städten Arbeit zu finden. Nur die Hartnäckigsten blieben hartnäckig. Eingegraben. Parasiten im Körper eines unheilbar Kranken. Sisu. Einige Leute versuchten, die Stadt wiederzubeleben. Die Koskela-Brüder wehrten die drohende Finsternis mit ihren Unternehmungen im Doppelpack ab. Die Coffee World brachte Touristen, Geld und Arbeitsplätze. Spaß rund um das Thema Kaffee für alle Altersgruppen. Der Kalevala Nights Motorradclub baute Festwagen. Die Biker reparierten Fahrzeuge und leisteten freiwillige Arbeit vor Ort. Aber das reichte nicht aus. Watery brauchte ein Wunder. Das Ende des Weges war in Sicht. Und es rückte schnell näher. Vor allen Dingen, wer baut denn da einen Freizeitpark? Mitten im Nichts irgendwo. Noch ein Kultversteck. Ja. Und da geht's auch wieder runter, warte. Oh.
grausam. Ein Parapetarierste! Die Kästchen an! Im ältesten Haus war es dunkel geworden. Okay. Ich habe einen weiteren Toten Besessenen drüben beim Funkturm gefunden. Er sah aus, als wäre er zu Tode geprügelt worden. Neben der Leiche lag eine Lunchbox und ein seltsames Strickzeug. Ich habe mich um die Leiche gekümmert, aber das ist schon der dritte diesen Monat. Jeder sollte seine Augen offen halten. Wir müssen diesen Kerl finden und ihn wissen lassen, dass der Kult des Baumes es ernst meint. Lass mich raten, wir müssen da hinterher. Ich glaube, die hat ordentlichen Wumms, aber das mit dem Nachladen ist so eine Geschichte bei der, ne, bei der Knarre. Ich glaube, das Nachladen dauert halt echt lange und wir sind so lange halt ausgeliefert. Wir können nichts machen. Da ist unser Pfeil. Wir kriegen die Pfeile wieder, ist gut. Shit, wir haben keine Batterien mehr, ne? Oh, hallo. Wir kriegen einen Pfeil wieder und den anderen nicht. Kaputte Tür. Den anderen Pfeil kriegen wir nicht wieder. Wir kriegen einen Pfeil wieder. Vielleicht waren es auch zwei. Ich weiß nicht genau. Aber kaputte Tür. Bitte denkt an die kaputte Tür. Das ist wichtig. Was ist denn? Um Gottes Willen. Ein Anhänger. Süß. Perfekt fürs Armband, das mir Logan geschenkt hat. Ja. Okay. Das war merkwürdig. Ich muss die Augen nach weiteren Reimen offen halten. Was? Nach weiteren Reimen? Was? Welche? Hä? Frau, was redest du denn da? Was für denn für Reime? Das war merkwürdig. Ich wurde weggeschossen gerade von so einem Typen. Aber hey. Der wollte mir eine Axt reinjagen. Aber naja. Was halt so passiert, ne? So, ich kann nicht lesen, weil... Warte. Das Nachstellen des Reims hat die Umgebung verändert. Das sind jetzt Wolfsspuren, also irgendwelche Spuren. Okay. Reime von Watery müsste das sein, ne? Nein. Was sind das für Dinger? Wer war das? Okay. Ein Talisman, der am Ort des Reims erschien. Ach so. Okay. Und was noch? Kultverstecke. Okay, dann haben wir noch zwei in Watery. Ja, hier, Versteck in im Wald. Und noch Versteck beim Schießplatz. Bupp. Watery. In Bright Falls haben wir noch kein Kultversteck gefunden. Das ist natürlich peinlich für uns alle. Okay. Und wir haben hier etwas Neues gefunden. Kaffeetasse. Rettet dich vor dem Tod, wird dabei zerstört. Will ich vor dem Tod gerettet werden? Ist ja auch egal. Meine Güte. Was denn? Aber wir waren hier doch schon. Wir kommen doch jetzt nur wieder hierher, oder? Ja, wir kommen immer wieder hierher. Okay. Wir gucken... Oh, hallo. Ein Pfeil? Kein Pfeil. Wir gucken mal eben... Nein. Können wir aufs Kindergedicht... Können wir nicht mehr aufs Kindergedicht zugreifen? Ich dachte, wir kriegen für jede Puppe hier eine Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Aber das ist nur die eine. Ach so. Ich dachte, ich bin schlau, weil ich jetzt zurückgehe und dann alles abändere und dann kriegen wir noch mehr Sachen und so. Ja, ich habe mich ja schon richtig gesehen, wie ich gefeiert werde, einfach mit dem Grimme-Preis, weil ich mal wieder so intelligente Sachen gemacht habe. Aber naja, dann wird's wohl wieder nix. Naja, kriege ich wahrscheinlich eher wieder den Grummelpreis. Für nichts.
So. Der Typ ist tot. Das Ding ist nutzlos. Wir kommen von da. Warte mal, lass mal kurz gucken auf der Karte. Ich wünsche, dass mit der Karte würde reibungsloser gehen. Die Pfeile haben wir geholt. Und da ist noch der Behälter. An den kommen wir noch nicht ran. Weil... Oder doch? Das ist der Behälter mit dem Schlüssel, ne? Wir brauchen noch einen Schlüssel dafür. Den müssen wir noch finden. Ansonsten ist hier alles momentan eher zappenduster. Da oben waren wir, haben wir geöffnet. Hier ist wieder das Schild, da kommen wir wieder durch. Dann bleibt nur noch der eine Weg von der Hütte in den Wald. Den kriegen wir noch nicht auf. Shit. Voll daneben gezwiebelt. Der kam einfach so ums Eck gelaufen. Wo ist er? Ist eine Null. Aber wo ist der hin? Oh. Hier ist eine Null. Und die bin nicht ich. Wo ist denn der Wolf hin? Musik ist beruhigend. Ist der Wolf despawned oder ist er irgendwo anders hingelaufen? Oder hä? Da geht's nicht lang. Naja. Wir finden ihn schon noch. Aber wir kriegen außerdem wieder Besuch. Rote sieht auch sehr gut aus. Das war nicht der Wolf. Und wir brauchen Batterien. Wir haben nicht mehr so viele Batterien. Kannst du bitte zurückgehen? Habe ich irgendwas verpasst? Meint ihr wegen des Wolfes? Der Wolf ist vielleicht verblutet. Aber der müsste ja trotzdem noch irgendwo rumliegen, oder? Oh, hier ist er auch lang. Leute, bei dem Haus waren wir ja schon tausendmal. Lasst mich in Ruhe. Da ist Licht und das ist nie ein gutes Zeichen. Oh. Da klettern wir jetzt drauf. Wisst ihr, was mir fehlt? Mir fehlt der Musical-Part. Pat Main? Was? Aber das Besondere an ihm ist, wenn es Kuckucks
Zeit ist und man damit rechnet, dass ein Vogel herausschaut und zischert, kommt ein großer Hirsch raus. Das ist wirklich toll. Ja, ziemlich cool. Einfach toll. Die Touristen werden sich bestimmt freuen. Und ich habe gehört, dass sie beim Sonntagsmarkt verkaufen. Also schauen Sie doch gleich bei unserem Sponsor Wendy Davis von Davis Family Beef Jerky vorbei. Sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich dachte, du weißt es. Wendy ist tot. Oh Mann, das ist ein wirklich schlechter Witz, Terry. Nein, das tut mir leid. Sie wissen schon, FBI-Angelegenheit. Wendy war unter den Toten, die Sie gefunden haben. Aber das kann nicht sein, Terry. Wendy hat heute ihr Beef Jerky hier vorbeigebracht. Drei Geschmacksrichtungen. Geräuchertes Hickory, Teriyaki und... was war die andere? Mensch. Ich glaube, Wendy ist tot. Ich glaube, die ist tot. Ich glaube, die wird nicht dabei sein. So, die kann ich gut brauchen. So. Okay. Wendy ist jetzt Beef Jerky. Wer weiß. Ist gar nicht so abwegig. Apropos abwegig. Was haben wir denn hier auf Abwegen wieder gefunden? Dort drüben ist ein Reim. Ja, aber hier ist noch ein Fern... Was machen die eigentlich mit den ganzen Videodingern hier im Wald? Mitten im Wald stellen die hier Videodingern auf mit Bildschirm und so? Das irgendwie weiß ich nicht. Ich finde das alles beängstigend. Drei kleine Rehe wagten sich ins Freie hinaus, fanden einen Ort zum Fressen und Spielen, ganz famos. Doch eines der Rehe kam niemals zurück nach Haus. Und zwei der Rehe suchten Trost und weinten los. Das ist echt ein beschissenes Gedicht. Oder Übersetzung, ich weiß nicht genau. Haben wir Rehe? Nein, ne? Ins Freie hinaus, fanden ein Ort zum Fressen und Spielen. Hier ist ein Baum und ein Reh. Aber wir haben leider noch einen Hirsch. Hm. Ja. Und ein Elch. Ah. Ja. Leider haben wir da nichts Passendes. Mal hier nochmal ein Hirsch. Macht keinen Sinn. Wie macht keinen Sinn? Das macht alles keinen Sinn. Wir brauchen noch eine weitere Puppe. Vielleicht ist hier eine weitere Puppe. War nicht in der Nähe des Dingens auch vorhin eine weitere Puppe? Das ist das Haus, okay. Haben wir hier vielleicht irgendwo... Hier ist keine weitere Puppe. Nö. Nö. Hier ist keine weitere Puppe. Keine weitere Puppe. Dann probiere ich mal weiter mit dem Hirsch. Okay. Sieht falsch aus. Ja, ja. Vielleicht hier mit dem Auge. Ich mach einfach... Denken, Saga. Schnauze. Vielleicht, weil sie rauskam hier. Tatsache. Hab das seltsame Gefühl, dass sich was verändert hat. Als ob der gerade weggelaufen ist. Okay, das ist ja cool. Okay. Dim, 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 dim. Bist du das wieder?
sind zwei. Ich bin ausgewichen. Wer hätte gedacht? Ich habe sogar geschafft, auszuweichen gerade. Einfach, die sind zu krass einfach. Jetzt gibt es weniger Monster. Das waren die beiden. Das Licht kann man leider nur einmal benutzen. Wenn man im Kampf ist, dann geht's aus. Jetzt ist es wieder da, aber im Kampf geht's dann leider aus. Ah. Hey. Noch ein Talisman für mein Armband. Wie süß. Der ist aber auch sweet, muss man sagen. Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Taumeln oder Unterbrechung. Oh, das ist sehr gut. Das können wir sehr gut brauchen. Formen füllen. Okay. Oh, hallo. Nee, doch nicht. Ist ein ein Traumfänger. Das heißt, wir kriegen eine Lunchbox. Irgendwo hier in der Nähe. Lunchbox. 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 Noch ein Traumfänger. Lunchbox. 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 Noch eine Alex Casey Lunchbox? Da ist die Lunchbox. Ich senkte mein Gewehr. Auf dem Autodach stehend blickte ich auf das Gemetzel hinab. Die Zombies hatten fast gewonnen. Aber zum Glück war ich da. Manchmal sind die Menschen, von denen wir es am wenigsten erwarten, die Helden, die wir brauchen. Dank mir war meine Stadt nun endlich sicher. Ich schwang das qualmende Schießeisen ein letztes Mal über meine Schulter. Hoffentlich zum letzten Mal. Was? Die Stadtbewohner, die vorsichtig aus ihren Verstecken hervorkamen, bestaunten dasselbe Blutbad, das ich sah, und riefen meinen Namen. Und ich winkte, und sie jubelten wieder. Endlich konnte ich wieder in mein ruhiges, bescheidenes Leben zurückkehren, Bücher lesen, im Garten arbeiten, stricken und die beste Pilzexpertin der Welt sein. Plötzlich packte eine Hand mein Handgelenk. Ich blickte in die Augen des liebenswürdigen, sensiblen Schriftstellers, den ich seit meiner Kindheit kannte. Ein Lächeln überzog sein wunderschönes, freundliches Gesicht und ich fühlte mich seit dem ersten Auftauchen der Zombies zum ersten Mal ruhig. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir uns für den Rest unserer Tage in Frieden miteinander leben. Ein Traum. 7 Fragmente kriegen wir gleich. Ja, da gehe ich mal ganz kurz mal in eine Traumbude. 7 Fragmente. Hallo, hallo. Waffenverbesserung. Let's go. Pistols. Ganz miss. Flüssige Bewegung. Erhöht Nachladegeschwindigkeit. Verursacht erhöhten Schaden bei Feinden, die betäubt, geblendet oder niedergeschlagen. Töte einen Feind, um deine Gesundheit wiederherzustellen. Die Menge der Gesundheit hängt von der Stärke des Gegners ab. Das gefällt mir gut. Die normale Knarre kriegen wir kaum Muni für. Mehr Kugeln, aber wir kriegen doch keine Munition dafür. Erziele 2 Kopfschüsse in schneller Abfolge, um einen Feind für längere Zeit zu betäuben. Eigentlich müsste der Feind nach 2 Kopfschüssen tot sein, ist nur mal so eine Vermutung, aber naja. Halte den Feuerknopf gedrückt, um den Autofeuermodus zu aktivieren. Das mache ich auf keinen Fall, weil die Feinde immer so machen. Das machen die Feinde immer. Zugzwang. Halte den Feuerknopf Armbrust, um die Armbrust weiter zu spannen, den Schaden zu erhöhen und in direkterem Bogen zu schießen. Das könnte nice sein. Feuer 2 Bolzen, bevor du nachladen musst. Bolzen, die Feinde treffen, ziehen Kugeln an, die in ihre Nähe gefeuert wurden.
Ich mach das. Saga realisierte, dass sie zwei Bolzen gleichzeitig in ihre Armbrust einspannen konnte. Hatte sie das zuvor noch nicht bemerkt? Oder hatte sich die Waffe irgendwie verändert, wie in einem Traum? Saga ist einfach dumm. Okay, was soll ich sagen? Die hat's einfach jetzt nicht gecheckt. Wir wussten das schon alle. Aber sie braucht ein bisschen länger. Saga haben wir die ganze Zeit gesagt, Saga macht zwei Pfeile in den Bogen. So. Und apropos. Zwei. Da ist er. Ne, warte, wir nehmen die Shotgun, ne? Ich bleib mal bei der Shotgun, weil ich mit der ganz gut kann. Der Bogen dauert immer super lange zu laden. Wie man gerade gesehen hat. Hier kommen wir nicht rein. Okay, warte. Wir sind gerade da oben. Wir sind beim Funkturm. Wir müssen jetzt dem Weg folgen darüber. Oh Gott. Wird halt immer später, ne? Warte mal, wo muss man lang? Warte. Genau hinter uns ist ein Weg. Wenn ich mich jetzt umdrehe, miep, ist da ein Weg. Die Fischerei-Flaute ab. Die Da kommt noch ein zweiter. Oh, wir haben jetzt keine... Wir haben nicht mehr so viele Schuss. Ich glaube, ich habe noch einen zweiten gehört. Die Fischereiflaut. Eine Kaffeemaschine. Hört sich ein bisschen an wie bei Man in Black. Okay. Wo ist denn unser Freund? Kann die hier eigentlich trotzdem Äxte reinwerfen? Und wieder. I'm not entirely sure. Maske. Gute Nacht. Der rote Punkt ist immer auf dem Rücken und du kriegst die viel zu selten. Du kommst halt, also ich müsste an dem vorbeilaufen oder sonst irgendwas, das ist glaube ich eine schlechte Idee. Kommen wir hier irgendwo runter? Nee, auch nicht. Ich wollte hier nämlich runterjumpen und den umlaufen, aber haben wir es nicht gemacht. Hier können wir. So. Ich hätte gern mehr Shotgun-Shells, Shotgun-Shells, Shotgun-Shells. Ich hätte gern mehr Shotgun-Shells, dann wäre das Leben schön. Hey. So, ich gehe mal kurz speichern. Shisha, Shotgun, Schotti, Schotti, Schott. So, warte. Okay. Einmal schnell. Weißt du was? Ich mache einen richtigen Spielstand. Vorsichtshalber. Bumm. So. Ich hoffe, die Gegner respawnen dann nicht wieder. Kommen wir da jetzt auch hier so runter irgendwie? Wir müssen auch eh da lang, oder? Oh Gott, diese komische Musik. Ah. Shisha, Schotti, 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 Schott. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch gar kein Ende in Sicht ist hier so richtig. Wir arbeiten uns langsam vorwärts, aber die Betonung liegt auf langsam. Der ist, glaube ich, oben. Der hat respawned, glaube ich.
Da geht's lang und hier geht's aber auch lang. Okay, kommt aber, glaube ich, auch selber bei raus. Ich guck nochmal trotzdem nach. Oh, ich fühle mich hier sehr unwohl. Sehr unwohl, wenn ich das mal so sagen darf. Okay. Sehr unwohl. Oh Gott, diese Musik vom Jahrmarkt, ne? Schnappdi-lu. Ja, hier kommt eine Lunchbox, glaube ich, oder? Sah zumindest gerade so aus. Aber ich habe keinen Traumfänger gesehen. Da ist wieder ein Haus und ein bisschen Licht. Gott, was für ein beschissener Wald, was für ein beschissener Ort. Watery ist scheiße. Ich hasse Watery. Watery stinkt. Noch mehr dieser Kinder-Lunchboxen. So. Hallo Held, ich fürchte, dass ein paar Blätter von meinen privaten Fanfiction-Projekten einige dieser Verstecke geraten sind, aber ich weiß nicht welche. Ich hoffe nicht die X-Rated. Ich habe einige online gestellt und sie erhalten ziemlich gute Kritiken, aber es wäre mir lieb, wenn du sie nicht lesen würdest, weil ich schreibe natürlich über dich, aber da drin machst du die perversesten Sachen mit auf den Bauch kacken, durchs Auge scheißen, glühende Fahrradspeichen in den Arsch drehen, da ist alles dabei, aber das ist privat für mich, ja, ich schreibe nur über dich, das ist okay, deswegen ist es meins, deswegen lies das bitte nicht. Ja, okay. Gut, dann nehme ich mal die Fragmente mit. Versautes Viech einfach. Leute, ich habe Fanfiction gelesen. Ich wünschte, ich könnte meine Augen ausbrennen. Ich war an diesen Orten und ich bin wie einer dieser Typen hier aus dem Wald. So langsam. Ja, als ich gelesen habe, war ich wieder einer aus den Typen hier. So bin ich dann hier rumgelaufen. So. Oh. Ich finde, das hier macht mir Mut, wenn ich an den Jahrmarkt denke. Ich glaube, der ist sicher. Aber hier wird's heller, ne? Oder ist das der Mond? Oh, hey. Oh nein. Oh nein. Okay, kann man... Hä? Hä? Oh, Jemini, wie konnte das passieren? Oh nein. Oh nein. Oh, wie ärgerlich. Ärgerlich. Oh. So, wird's heller? Ich sehe eine Hütte. Oh Gott. Wow, hier ist schön. Coffee World Outskirts. Und Dixie-Scheißhäuser ist ein Traum. Die gehören bestimmt mit zur Fanfiction. Hier ist nix. Open Daily Store. Eis. Ich geh mal rein, ich guck mal. Oh, und noch ein Manuskript. Warte kurz. Welches war denn das? Der Wohnwagen? Als Saga im Wohnwagen am Rande von Watery stand, sah sie erstmals den sagenumwobenen Klicker von Wake. Ja? In den Händen des Kultes des Baumes. Ihre Gedanken überschlugen sich angesichts dessen, was die Horrorgeschichte nun über sie behauptete. Ihr Leben, ihre Vergangenheit. Sie akzeptierte das nicht. Sie stieg aus dem Wohnwagen. Sie brauchte Luft. Doch sie war nicht allein. Ein Kultist starrte sie hinter einer Hirschmaske an. Sie zog ihre Waffe. Schrie, rannte ihm hinterher. Was? Der Klicker? In den Händen? Der...
Ich glaube, das ist die falsche Story, ne? Ich glaube, das war die falsche Story. Wo sind denn die Manuskriptseiten? Mädchen vom Ort. War das auf der Jagd? Warte. Auf der Jagd war das neue. Okay. Scratch schlich durch den Wald. Ein furchterregendes Dunkel der Nacht. Mehr spürbar als sichtbar. Dunkelheit brodelte in ihm. Wie eine Gewitterwolke, die in eine Flasche gepresst wurde. Im Wald wimmelte es von denen, die er entführt hatte. Sie begleiteten ihn, folgten seinen Anweisungen. Seine Armee der Dunkelheit. Army of Darkness. Er hatte ein pulsierendes schwarzes Loch in seinem Kopf, aus dem Wellen hervorbrachen, die seine Herde in Raserei versetzten. Der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben. Der Auslöser einer Flutwelle, die sich ausbreiten und die Realität verschlingen würde. Die Besessenen stammelten und zerrten an ihren unsichtbaren Leinen. Erfüllt vom Blutrausch, Scratch ließ sie los. Ungestüm und voller Vorfreude stürzten sie sich in die Nacht. Er riss einen Wegweiser aus und schwang ihn, als wäre er aus Luft. Vor ihm startete die Musik. Sie feuerte ihn an. Möge das Hirschfest beginnen. Oh Mann. Und das Schlimmste ist, dass wir das erst beim nächsten Mal wieder erfahren werden, wie es weitergeht, ne? Das ist das Schlimmste daran. Es ist halt kurz vor 5, ne? Und ich muss heute Abend wieder streamen. Und der Chat schläft sowieso schon. Die merken Hallo? Das gar nicht. Jemand da? Nein. Sind Sie rausgekommen? Haben die Besessenen Sie erwischt? Oder wurden Sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Okay. Ilmo meinte, der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Im Safe des Geschenkeladens und die sollten den rauslegen, aber ich habe das Gefühl, den hat keiner rausgelegt, oder? Oh, ist das schön hier. Wir kriegen erstaunlich viele Körbe. Na gut, 2 bis jetzt. Erstaunlich viele sind es nicht. Noch eine Manuskriptseite, ich glaube, ich freue mich. Nee, doch nicht. Coffee World Bewertungsnotizen. Pro. Erstens, Fahrgeschäfte im Kaffee-Thema. Mäßig amüsant. Zweitens, schöner Ausblick auf Watery vom Riesenrad. Drittens, die Maskottchen haben ihr Bestes gegeben. Viertens, was noch? Der Kaffee war okay. Contra. Erstens, wackelige Fahrgeschäfte. Zweitens, gruselige Stimmung. Drittens, gieriger Besitzer. Viertens, sie haben den armen Elch getötet. Was? They killed the poor moose. 2 von 5 Sternen. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, hier ein Kuchenstück. Lecker. Und die ganzen Fischlein wollen einen Kuchen. Das ist irgendwie süß. Oh, ja. Freshport ab 10 geöffnet. Wir müssen da irgendwie rein, ne? In den Souvenirladen. Okay, komm, den nehmen wir noch mit. Coffee World. Versperrt. Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Sonst sagen die immer, ich brauche einen Schlüssel. Wieso weiß sie jetzt, dass es hier keinen Schlüssel gibt? Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Aha. Protokollierte Wartung. 27.06. Das Eingangsschild der Coffee World wurde beschädigt. Mit Reinigungsmittel gesäubert und das Schild gewachst. Das sollte reichen, bis es morgen wieder beschmiert wird. Victor. 5.07. Gondel des Slow Roasters steckt fest und schaukelt nicht. Habe sie mit WD-40 behandelt, das reicht für den Moment. Jakob. 19.07. Umgefallener Baum in der Nähe der Latte-Lagune. Soll ich vielleicht den Baumpfleger anrufen? Mit der Kettensäge abgesägt und weggeschafft, das Holz behalte ich. Jakob. 12.08. Mehrere durchgebrannte Glühbirnen am Percolator ausgetauscht und neue Glühbirnen bestellt. Stuart. Sammeln? Sammeln? Okay. Ich sammle das mal.
1.9. Aber... Nee, ein Wagen der Latte Lagoon quietscht, Schrauben angezogen, quietscht jetzt etwas weniger. Jacko. 10.9. Das Bedienpult des Percolators blockiert. Die Vorderseite mit einem Schraubenzieher entfernt, einen Penny darin gefunden. Stuart. Hier auch sammeln. Ein Schraubenzieher. Hey, das Schloss klemmt. Schon wieder. Ich habe es kürzlich mit einem Schraubenzieher aufgestemmt, der verschwunden ist. Schon wieder. Leg den Scheiß wieder zurück, wenn du was benutzt. Okay, wir haben Hinweise, wir brauchen einen Schraubenzieher. Nehme ich mal an. Da geht's schon wieder zurück, ne? Hier ist nichts. Stromzähler, okay, will ich gar nicht wissen. Das läuft halt hier die ganze Zeit ohne Gäste. Ich find's ein bisschen schwierig. Das ist nicht sehr nachhaltig. Slow Roaster. Boah, ist das furchtbar. Ich hatte keinen Bock, da eine Sekunde mitzufahren. Hier ist noch ein Versteck. Noch eine dieser Kultkisten. Only... Nur gestreifte Becher. Okay, ich weiß nicht genau, wo die Becher sind, aber wir werden es rausfinden. We're sorry, die Toilette geht gerade nicht. Okay. Schade. Oh, wow. Oh, was für ein trüber See. Aber hier ist ja gerade Hochwasser, ne? Deswegen wahrscheinlich, aber das ist einfach, das sieht einfach furchtbar aus. Boah. Vielleicht ist ja bei Tag ja schöner, aber uff. Hä? Tut uns leid. Diese Toilette ist vorübergehend außer Betrieb. Was zum Teufel? Alle Toiletten außer Betrieb? Reißt euch zusammen! Wie alle? Aber die sind noch offen. Das sind alle Toiletten, die es hier gibt? Gut. Nur gestreifte Becher. Ich weiß nicht genau. Fun. Man muss Fun dahin schreiben, damit man weiß, dass es Spaß macht. Also ich hätte es jetzt so nicht erraten, wenn ich ehrlich bin. Ah, gestreifte Becher. Eins. Der ist nicht gestreift. Eins. Vier. Eins, vier. Eins, vier, sieben. Eins, vier, sieben. Let's go. Ich hoffe, die Reihenfolge stimmt. Eins, vier, sieben. Tach. Hallo. Okay. Hat lang gedauert, aber ging doch. Nimm nicht, was dir nicht gehört. Ja, aber das ist jetzt unsers. Jetzt gehört's halt uns, ne? Okay, pass auf. Ich geh nochmal. Wir brauchen den Schraubenzieher, ob ich ihn hier finde. Oh, fröhliche Weihnachten, Leute, ne? Fröhliche Weihnachten. Ich komme hier auch richtig in Weihnachtsfeeling gerade, wenn ich das hier spiele. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück zur Hütte. So, Schraubenzieher finde ich hier eh nicht. Oder Schraubendreher. Sagen wir lieber Schraubendreher. Denn wir ziehen die Schrauben hier nicht, wir drehen sie. So, ich will jetzt nämlich zwei Dinge tun. Ich werde jetzt Notizen sortieren. Warte, hier ist nichts mehr, ne? Nee. Ja, da sitzt jemand immer mit seinem Lieblingsreifen und beobachtet die Kinder beim Spielen. Er hat mal gehört, dass man, mit einem Gummi verhütet. Deswegen... hat den Reifen mitgenommen. So. Okay. Folgendes. Falltafel. Wir haben auch hier mal Fotos. Gefunden in der Nähe des Riesenrads. Randa an Watery.
Dann die Spur des Kultes. Coffee World. Der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. Okay, weiter geht's mit Coffee World. Der Wohnwagen-Siedlungsschlüssel. Coffee World ist auf jeden Fall interessant und leer. Ilmo sagte, jemand würde mir helfen, den Schlüssel zu holen, aber niemand ist da. Okay, Souvenirladentür verschlossen. Zugang zum Souvenirladen. Eine Anleitung, wie man ein Schloss knackt, mit Schraubenzieher, Dreher. Und hier, laut Wartungsprotokoll, wurde ein Schraubenzieher zuletzt als Percolator verwendet. Was? Und das wurde nicht übersetzt. Da steht immer noch Percolator. Was? Was? Ich weiß nicht, was das heißt. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Cool. Ja, übersetzt es halt nicht. Wer braucht das schon? So, Geschichte. Der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben. Das hatten wir schon. Und das ist, ist das Licht und Dunkel? Nein, natürlich nicht. Der Klicker, da ist es. So. Scratch muss nur den Klicker finden, damit sein Ende Wirklichkeit wird. Das kann ich nicht zulassen. Für später. Okay, Fälle. Kinderreime. Die Kinderreime. Wo sind die Kinderreime? Worte, die Kinderreime. Hier. Randa. Wir haben erst zwei. Und ansonsten Alex Caseys Lunchboxen. In Watery. Watery. So, und Watery. Hervorragend. Bright Hills, uns fehlen noch eine Menge Lunchboxen und alles Mögliche. Percolator ist eine Kaffeemaschine. Okay, danke euch. Habe ich nie gehört, wenn ich ehrlich bin. So, aber wir machen das nächste Mal weiter. Ich mache einen manuellen Spielstand und wir gönnen uns den Freizeitpark für nächstes Mal, weil das wird bestimmt ein bisschen dauern und wir werden hier heute nicht bis 7 oder 8 sitzen. So, ich muss nur gucken, dass wir schnell genug wieder aufnehmen, ja, damit die armen Menschen auf YouTube keine Pause haben. Nicht schon wieder. Und außerdem will ich auch im Spiel bleiben. Das heißt, wir müssen... Morgen ist normaler Stream. Na, wir gucken mal. Mal schauen. Wir kriegen das schon hin. So. Auf YouTube. Kuss geht raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, dass ihr hier dabei seid. Und sorry wegen der merkwürdigen Farben. Gerade auf YouTube, weil das Spiel immer meine Systemfarben verstellt. Und ich weiß nicht genau, warum. Keiner weiß es genau. Ich hoffe, diesmal war es ein bisschen besser.